So, da sollen wir hin. Kontrollierpunkt erreicht. Neues Missionsziel. Nur da Bomben. Wir haben hier nur die Dinge. Jetzt kann ich hier Eingabetaste. Also, soll ich eine ganz ehrliche Antwort geben? Das ist doch totaler Humbug, oder? Also. Na toll, falscher Mausknopf. Hier wechselt das Flugzeug. Ich lasse die Ladung ab. Das Ziel wurde verfehlt. Lol, warum? Sowas, jetzt fliege ich diesmal ein bisschen. Echt. Bombardierung läuft. Bombentreffer bestätigt. Jawohl. Nächsten. Das ist dann auch schon der letzte, kann man so sagen. Den versuchen wir jetzt mal vernünftig zu setzen. Rums, rums. So, die anderen müssen jetzt erstmal nachladen. Jetzt können wir hier so ein bisschen Massaker machen. Und schön Looping. Hoch. Ja, schon ein bisschen heftig, finde ich, mit dem ganzen Geschrei. Aber gut, was soll's. Anderen sind immer noch am Nachladen. Das ist ja echt schon lange, was die brauchen zum Nachladen. Gut, ich habe es natürlich auch jetzt versendet hier alles. Mein Maschinengewehr ist fast leer. Ja, und dann haben wir auch schon wieder fast keinen. Haben wir ein neues Flugzeug. Endlich. Da müssten die anderen ja auch gleich schon wieder zurückkommen. Den Schub weg. Bombe abgeworfen. Sie ist verfehlt. Ach Mann, erzähl mir doch keinen vom Pferd hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Ziel wurde verfehlt. Missionsschild geschaltet. Ey, Leute. Ich kriege. Echt. Das Spiel ist wirklich cool, aber ich finde das manchmal scheiße. Mal geht diese scheiß Eingabetaste. Dann geht sie wieder nicht und ach, das ist doch. Ach, ich darf das Haus nicht zerstören. Jetzt habe ich es verstanden.
Deswegen habe ich auch gerade die Mission verkackt. Also am besten nur mit dem MG schießen oder sehr weit außen die Bomben werfen. Mal gut, dass wir nur die 45 Kilo Bomben genommen haben und nicht die großen Dinger. Bombe abgeworfen. Das ist ein Volltreffer. Hä, wieso wurde das Ziel verfehlt? Nur weil ich habe noch Menschen getötet damit. Wir wechseln nochmal, weil es zu schön ist. Versuchen hier noch einen neuen Anflug. Bombardierung läuft. Bombentreffer bestätigt. Da scheinen noch irgendwelche zwei solche kleinen Hütchen. Ja, gut, da wollen uns erstmal die da versuchen, zum Meer zu laufen. Och, so, jetzt haben wir euch so gekillt. Bombe hat viel verfehlt. Ja, sag nicht sowas. Boah. Ist ja genauso wie bei Windows. Möchten Sie das wirklich löschen? Ja, würde ich sonst den Papierkorb schieben, du Dussel. Gescheitert, weil die anderen Flugzeuge noch nicht nachgeladen sind oder was? Oh Mann, ey, ich kriege schon wieder solche Hämorrhoiden. Also nach der Aufnahme höre ich wieder auf, ey. Ich kriege hier übelst gerade Plack auf der Zunge. Also es geht ja mal gerade gar nicht. So eine Blödsinn hier schon wieder. Bombe abgenommen. Bombentreffer bestätigt. Hätte ich vorher mal keinen Kamikaze gemacht. Ich mir gedacht, naja, die sind ja eher am Nachladen, ist doch dann scheißegal. Ach nee. Boah, Leute, echt. Ich krieg hier so übelsten Hals gerade. Bombardierung läuft. Das ist ein Bot. Gute Arbeit, Männer. Ich sollte nur die Häuser zerstören. Sag das doch gleich. Ich weiß, dass sie dieser schicksalhaften Aufgabe gewachsen ist. Ich denke, wir können jetzt. Mann.
Möchtest du die Landung auf dem Flugzeugträger fortsetzen? Nein, diesmal nicht. Mission erfüllt. Fertig. Boah, ich hab hier übelsten Hals. Fortfahren. Ja, halt die Fresse. Mann. Diese Patrouillenflüge könnt ihr euch in den Arsch stecken. Art des Flugzeugs, jeder Geschwindigkeit. Wieso ein Patrouille? Was nochmal? Wer? Was stand denn da nochmal? Schutzmaßnahmen. Ich nehme den Jäger. Schutzmaßnahmen. 2x45 Kilobomben. 6x fortsetzen. Fortsetzen. So. Stecke ich mir mal eine Fluppe in den Hals, sonst kriege ich nämlich hier Plack. Echt. Es geht ja gar nicht. Also. Warum sagen Sie? Zerstören Sie die Gebäude? Nein. Flieg so schnell wie möglich zu diesem Konvoi. Die werden froh sein, dich zu sehen. Wo ist der Konvoi? Wo wird er mir angezeigt? Och Leute, wo? Fliege zum Konvoi. Ja, wo? Da. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber man merkt vielleicht, ich bin sehr gereizt gerade, weil es so unklar kann man sich in der Mission gar nicht ausdrücken, finde ich. Warum werden die Menschen dann überhaupt angezeigt? Die können uns oben mit den Flugzeugen eh nichts tun. Also das Spielverhältnis ist so sehr geil gemacht von diesem ganzen Spiel. Aber diese Missionbeschreibungen sind ja wohl mal der absolute Schwachsinn. Ich will auch spielen und mir hier nicht stundenlang irgendwas durchlesen. Ja, dann spiele ich ein MMO-Spiel. Wie WoW oder wie sie auch alle heißen. Aber doch nicht hier sowas. Oder am besten ist sowieso Star Wars in meinen Augen. Jetzt rutscht mein Stuhl ab. Der hat's heute. So. Hier ist die Flotte. Überfall ein Ende. Die Verteidigung unseres Konvois hat dabei Priorität. Da kommen die Gegner. Wir nehmen schon mal den Speed zurück. Der muss erstmal abdrehen, deswegen habe ich gewechselt. Hier ist einer sehr dicht. Da ist er. Ist mehr Schub. Ah. Wie war das? Kaum noch Munition fürs MG. So. Zwei sind hier noch, der ist da unten. Wir haben auch gleich voll die Breitseite gegeben, ein bisschen den Speed zurück, sonst überholen wir ihn. Ach, wie zu früh geschossen. Er hat sich im Visier. Fein abgeschossen. Und der letzte Vollschub. Jeder trägt seinen Teil bei und wir hoffen das Beste. Naja.
Mission erfüllt, zwar nicht schön, aber fertig. Fortsetzen. Fortsetzen. Patrouille machen wir nicht. Das war letztes Mal so eine Scheiße. Nächstes Kapitel. Es ist ein paar Monate her, seit wir die Kerle aus dem Kriegsgefangenenlager befreit haben. Seit Pearl Harbor steht es schlecht um Moral, aber der Kapitän hat heute einen besonderen Auftrag für dich. Fortfahren. Danke den Kommandanten, es wurde beschlossen, dass wir die japanische Insel direkt angreifen und Moral in unserer Truppe und zu Hause zu stärken. Bei so einer begrenzten Überfall richten wir nicht viel Schaden an, aber wir zeigen denen, dass wir keine Angst vor ihnen haben. Mein Gott, ich lese mir auch einen zurecht. Fortfahren.